sieht, hatten die Mädels ihren Spaß. Von Anfang an haben alle gesagt, wir seien ein One-Hit-Wonder und so weiter und so fort. Doch wir haben einer Menge Leute und Kritikern das Gegenteil bewiesen. Wir wussten immer, dass wir ein drittes Album machen wollten. Aber das wussten scheinbar nicht alle. Jetzt haben wir es rausgebracht und sind echt stolz drauf. Das Album ist offensichtlich erwachsener. Es ist stärker von R&B beeinflusst. Wir haben auch viel mit amerikanischen Produzenten zusammengearbeitet. Als Spice Girls haben wir uns wirklich weiterentwickelt. Unsere Fans werden erwachsen und wir wollen mit ihnen erwachsen werden. Ich möchte mich unbedingt bei unseren Fans bedanken. Sie sind so loyal und geduldig. Sie sind uns treu geblieben und das, obwohl wir ein komplett neues Album gemacht haben, welches ein bisschen anders ist. Und wir wussten wirklich nicht, wie die Leute es aufnehmen würden. Aber unsere Fans waren an unserer Seite. Hochleben unsere Fans! Nach so viel Erfolg hört man doch sicherlich auf, aufgeregt zu sein und geht die Dinge etwas gelassener an, oder? Wir sind immer noch ambitioniert, aber wir sind nicht mehr verzweifelt. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Es ist für uns kein Wettrennen, um jeden Rekord zu brechen, der je aufgestellt wurde. Wir lieben einfach unsere Arbeit. Wir sind so stolz auf unser Album. Es ist so eine fantastische Platte. Wir fühlen auch nicht, dass wir den Leuten einhämmern müssen, die Platte zu kaufen. Das müssen wir nicht tun. Die Musik spricht für sich selbst. Es ist ein Qualitätsalbum. Außerdem sind wir sehr glücklich, da zu sein, wo wir jetzt sind. Wir wollen die Leute nicht drängen, unser Album zu kaufen. Wenn dir das Album gefällt, klasse, das freut uns. Falls nicht, hast du Pech gehabt.